Liebe Sternfreundinnen und Sternfreunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Astronomieschule Oliver Debus. In diesem Video möchte ich erklären, wie man eine drehbare Sternkarte richtig einstellt. Zur Beobachtung brauchen wir das Datum und die Uhrzeit, die wir dann an der drehbaren Sternkarte einstellen. Ich möchte dies in diesem Video an zwei verschiedenen drehbaren Sternkarten einmal zeigen. Nehmen wir erstmal diese sehr einfache. Da haben wir hier unten Uhrzeiten von 18 bis 24 Uhr aufgetragen und wenn wir die Sternkarte drehen, dann verändern sich hier die Tage. Jetzt wollen wir mal für den 1. Mai 22 Uhr diese drehbare Sternkarte einstellen. Das Problem, wenn wir um 22 Uhr beobachten wollen, müssen wir die drehbare Sternkarte für die mitteleuropäische Zeit einstellen. Das heißt, von der Sommerzeit ziehen wir eine Stunde ab und stellen das dann auf die drehbare Sternkarte ein. Für unseren Fall also um 21 Uhr. Jetzt drehen wir diese Scheibe so lange, bis hier um 21 Uhr der 1. Mai steht und so haben wir die drehbare Sternkarte für den 1. Mai um 22 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit eingestellt. Das gleiche machen wir jetzt für eine drehbare Sternkarte, die etwas komplizierter aussieht. Diese drehbare Sternkarte hat hier ein nützliches Instrument, das nennt sich Planetenzeiger und das nutzen wir jetzt einfach mal für das Einstellen. Das erste, was wir bei dieser drehbaren Sternkarte machen müssen, ist, dass wir uns mit dem Planetenzeiger erst einmal das Datum fixieren. Das heißt, wir drehen diesen Planetenzeiger so lange, bis wir hier auf dem 1. Mai sind. Das ist jetzt hier der Fall. Und jetzt drehen wir das Deckblatt so lange, bis auch hier wieder die 21 Uhr an der Markierung von dem Planetenzeiger steht. Das ist jetzt der Fall. Und dann sehen wir, dieser Bereich hier oben, das ist das, was wir vom Sternhimmel sehen können. Das war's wieder von mir. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn Sie meinen Kanal abonnieren und meine Videos weiterempfehlen. Vielen Dank. Und bis zum nächsten Video, Ihr Oliver Debus.